Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, in der letzten Aufnahmesession sind wir in Moorbrück angekommen. Amazone voraus. Schon geschehen. Dem zweiten Gebiet außerhalb Ferdox nach Abestroy. Und müssen hier Aibarakorium finden und herausfinden, was es mit den Untoten auf sich hat, die auf einmal hier umstreut scheinen. Hier steht eine Grabinschrift. Er wusste in allen Verhandlungen stets Fex auf seiner Seite und wir wollten hoffen, dass der Schweigende mit sich reden lässt. Also ja, ein kleines Grab. Nichts drin. Wir können hier runter und unten rum zu den Trollkröten, glaube ich. Und hier zu der Schwamm und zu Einsacken, also hier hinten rum. Ich will aber erst einmal hier mit den Leuten in Moorbrück reden. Also hier ist ein Archimitisch, es sind alle drei Werkbänke vertreten in Moorbrück. Geweihte Molinde. Nein, nur ein Schatten. Oder doch nicht. Molinde? Ah, doch ein Schatten. Ja, okay, der klingt ein bisschen durch den Wind. Hier hinten ist auch ein Grab und Gullmund. Und hier oben können wir, so wie es aussieht, diese Trollkröten gut sehen, ja. Was steht auf der Grabinschrift? Bran mittelte sein Leben Rajas Freuden. Doch der Leib ist endlich und nur die Sehnsucht bleibt. Okay. Das heißt, wenn wir an die Eidbeer da hinten und das alles. Oh, den Gullmund, den hätten wir ja mitnehmen können. Gute Entscheidung. Und hier oben wollen die Trollkröten zum Glück nichts von mir. Aber selbst wenn sie was von mir wollen würden, ich glaube, Trollkröten waren auch nicht sonderlich stark. So, was hast jetzt du hier zu sagen? Molinde? Seid ihr Molinde? Nein. Molinde, nein, ich bin nicht Molinde. Mein Name ist Brenno, ihr Molinde, aber natürlich bin ich Molinde. Was gibt es Neues? Eine gute Frage. Leider muss ich dringend weiter auf bald. Nehmen wir die Eins. Schade. Molinde? Seid ihr Molinde? Ja, was gibt's Neues? Ui. Das muss ich sofort Burgumin erzählen. Junge, wird der sich aber freuen. Burgumin, Burg. Moment mal, ihr könnt gar nicht Molinde sein. Molinde ist nämlich eine Frau und ihr seid ein Mann. Ha. Verflixt, euer scharfer Verstand hat mich entlarvt. Scharfer Verstand, ich. Meint ihr wirklich? Aber ja, doch sehe ich so aus, als ob ich euch einen Pferd aufbinden würde. Mit Tieren kenne ich mich nicht so aus. Das mag sein, aber ihr werdet doch sicher keine Probleme haben, mir einige Fragen zu beantworten. Also ich denke nicht, nein. Meintet ihr mit Burgumil vorhin? Burgumil Schäffler, den hiesigen Büttel? Ja, genau, den habe ich gemeint. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich euch noch etwas frage? Also ich denke nicht, nein. Sag, guter Mann, was wisst ihr über die Untoten dagegen? Ja, also davon weiß ich nichts. Nur, dass wir nicht ins Moor gehen sollen. Da kann Burgumil uns nämlich nicht beschützen. Jawohl, ich soll hier warten, bis Molinde wiederkommt. Erzählt mir, ist dies hier der Bohrentempel? Ja, das schon, aber Molinde ist nicht da. Und ich soll doch warten, bis sie wieder da ist. Und wenn sie da ist, was dann? Ja, dann. Wisst ihr denn, wo Molinde sein könnte? Nein, das weiß ich nicht. Ich soll nur auf sie warten. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich euch noch etwas frage?
Erzählt mir von euch mehr. Ach so, ja, also ich bin der Hamwin und soll hier auf Bolinde warten, weil ich der Verlässlichste von der ganzen Miliz bin. Dann frohes Warten noch. Ich muss weiter. Also sonst weiß er nichts. Okay. Also ja, das hier ist ein Boron-Tempel. Eigentlich ist es ein alter Turm, der zu dem Boron-Tempel gemacht wurde, so wie das aussieht. Ja, der Büttel und der Milizionär, die streunern hier rum. Ja, der einzige richtige Weg raus sind die beiden hier. Werkbank. Und hinter... Hier ist die Schenke. Oh, und jetzt bin ich auch noch reingegangen aus Versehen. Ja, bleiben wir mal lieber bewaffnet. Das nächste Bier geht zur Hälfte aufs Haus. Ja, hier sind viele Leute, mit denen wir reden können. Milizionäre, die einfach hier rumhocken. Ich möchte nur in Ruhe auf mein Bier warten. Ist das zu viel verlangt? Ihr gehört doch zur Dorfmiliz. Solltet ihr dich auch draußen nach dem Rechten sehen? Wisst ihr nicht, was euch das angeht? Ihr tätet besser daran, euch um Rangangelegenheiten zu kümmern. Stimmt es, dass die heilige Bohrungeweihte vermisst wird? Vermisst? Ihr macht nur Witze. Die Habchen sollen sie holen. Ist noch was? Ihr steht mir im Licht. Dann nicht mit dir. Wieso habe ich mich breitschlagen lassen, der Miliz beizutreten? Wieso nur? Was hält euch denn doch bei der Miliz, wenn ihr so hadert? Mein Gewissen würde mich doch sehr plagen, wenn ich meine Leute einfach so im Stich ließe. Als die Bedrohung der Untertage eines Tages endlich abgewehrt sein wird, werde ich die Miliz wieder verlassen. Was meint ihr, an welchem Ort die Burg könnte es die Bohrengeweihte verschlagen haben? Ich wünschte, ich könnte euch einen Ort nennen. Soweit ich weiß, wollte sie den Bund für die Untotenflut aufspüren. Früher, müsst ihr wissen, galt es allein nachts, das Moor zu meiden, um sein Leben zu schützen. Seit einigen Monaten jedoch machen die Untoten Jagd auf uns. Das wäre ein unbändiger Hass auf alles Leben in ihnen erwacht. Ist das nicht bei Untoten immer so? Die tun so, als ob Untote irgendwelche Wölfe oder so wären. Ach was, war aber eine nette Abwechslung. Wer weiß, ob ich nach meiner nächsten Patrouille nicht schon ein geistloser Untoter bin. Wäre auch kein großer Unterschied zu vorher, wenn du mich fragst. Ach, wie nett. Ein bisschen Hirn könnte dir aber auch nicht schaden, wenn wir schon dabei sind. Okay. Dann reden wir mal mit dem Wirt. Der hat immer was zu erzählen. Seid gegrüßt. Ich bin Wirt Schotterbier. Wollt ihr ein weiches Bett oder die eine oder andere wertvolle Auskunft? Dann sprecht mit mir. Wenn ihr ein köstliches Mahl oder einen guten Schluck haben wollt, dann wendet euch ebenfalls an mich. Beides ist günstig zu haben. Okay. Etwas stiller Empfang hier. Ja, es ist nicht leicht für Fremde, die es gleich mit dem Büttel aufnehmen. Aber das soll nicht eure Sorge sein. In meinen Augen habt ihr richtig gehandelt. Was kann ich für euch tun? Diese Frage stelle ich euch. Was kann ich für euch tun? Gibt es hier Probleme, die einer helfenden Hand bedürfen? Ihr könntet Molinde suchen und wohlbehalten ins Dorf zurückgeleiten. Wurmburg ist mit oder ohne Büttel verloren, aber Molindes Feen kann über unser aller Leben oder Tod entscheiden. Doch da fällt mir ein, für mich könntet ihr auch eine Kleinigkeit besorgen. Einige Wolfsarten dringen immer wieder in meine Vorratskammer ein. Wenn ihr mir die Biester, die sich bei meiner Wirtschaft herumtreiben, erledigen könntet, würde ich euch gut belohnen. Diese Kreaturen sind dreister als eine Horde Kobolde. Selbst wenn Ulfried den Amboss bearbeitet, lassen sie sich nicht schrecken und springen ihm fast auf den Schoß. Ulfried ist das der hiesige Schmied? Er ist sowohl Schmied als auch Holzhändler. Meist ist er draußen im Murm nach geeigneten Hölzern zu suchen. Ihn schrecken weder Untote noch Wolfsratten. Wegen dieser Wolfsratten. Wenn ihr diese Biester loswerden wollt, kümmere ich mich natürlich darum. Diese Einstellung lobe ich mir. Was kann ich für euch tun? Ich würde den so sorgengeplagten Leuten ja gerne eine Freude machen. Eine Lokalrunde auf meine Kosten, bitte. Soll es eine Lokalrunde für 15 Silber oder gleich Freibier für den Rest des Abends für 6 Dukaten? Da
Dann wäre die Freude gleich viel größer. Ach, was soll's. Einmal Freibier für den Rest des Abends. Na, wenigstens kann euch keiner nachsagen, dass ihr geizig seid. Ein amtliches Freibier für 6 Dukaten. Was kann ich für euch tun? Es dürstet und hungert mich nicht, doch ich hätte einige Fragen. Dann fragt ruhig. Ich bin auf der Suche nach einem alten Zauberer. Sein Name ist Hakborium. War er bei euch im Gasthof oder wisst ihr, wohin es ihn verschlagen hat? Er war einen Tag lang hier und ist dann weitergezogen. Als ich sein Zimmer aufräumen wollte, fand ich ein altes Buch, was er wohl hier liegen gelassen hatte. Und vor gut einer Stunde kam einer seiner Novizen, fängt sich hierher, holte das Buch ab und tastete eilig davon. Ja, ich denke, er ist aus dem Moor gekommen, so verdrickt wie er aussah. Habt ihr sonst noch Fragen? Ich bin nur auf der Suche nach der hiesigen Bohren geweiht. Wisst ihr, wohin sie aufgebrochen sein könnte? So wie ich weiß, zog sie los ins Moor, um die Ursache für diese schreckliche Untotenplage zu ergründen. Sie ist nun schon seit einigen Tagen fort, ohne ein Lebenszeichen. Das hat die Stimmung im Dorf nicht gerade gehoben, das könnt ihr mir glauben. Habt ihr sonst noch Fragen? Diese Untotenplage, was hat es damit auf sich? Nur seit einigen Monaten tauchen immer mehr Untote aus dem Moor auf und greifen die Behausung der außerhalb lebenden Torfstecher an. Einige der Überlebenden konnten sich hierher ins Dorf retten. Andere haben sich in ihren Moorhütten verbarrikadiert. Habt ihr sonst noch Fragen? Eurem Büttel scheinen Fremde ein Dorn im Auge zu sein. Warum ist er so voller Zorn? Seit unsere gute Molinde verschwunden ist, hat unser Büttel ein wenig Oberwasser bekommen, wie mir scheint. Früher gelang es mir mit Molindes Hilfe, ihm da und wann etwas Vernunft einzureden. Aber jetzt ohne Molindes Gegenwirken macht er mir einfach nur Angst. Habt ihr sonst noch Fragen? Gibt es noch andere Leute, die einer Erwähnung bedürfen? Eine Person gäbe es da noch. Diese wusstende Frau dorthin in der dunklen Ecke. Kam hier herein, hat sich aufgespielt, als gehöre ihr mein Gasthaus. Ab und an hat sie mit ein paar Durchreisenden ein paar Runden Poltern gespielt. Irgendetwas stimmt mit ihr nicht. Ich weiß nur nicht was. Ich gebe euch einen guten Rat, meidet sie einfach. Ihr könnt euch bestenfalls von ihr anstecken lassen. Diese lästige Wusterei raubt mir noch den letzten Nerv, aber sie vor die Tür zu setzen, bringe ich auch nicht übers Herz. Habt ihr sonst noch Fragen? Was könnt ihr mir über Moorbrücke erzählen? Viel zu erzählen gibt es ehrlich gesagt nicht. Ursprünglich war diesmal eine Holzfällersiedlung, die nach und nach durch die Entwaldung dieser Gegend gesorgt hat. Auch in den Magierkriegen soll dieser Ort einer der unzähligen Kampfschauplätze gewesen sein. Aber darüber weiß ich nichts allzu viel. Fest steht, viele glauben, dass eine Menge dunkle und sonderbare Dinge im Moor aus diesen Kriegen stammen. Habt ihr sonst noch Fragen? Etwas ganz anderes möchte ich von euch. Was kann ich für euch tun? Was habt ihr hier im Angebot? Es ist Pferdocker und Pechfackeln. Nein. Gut, wir haben die Wolfsratten vom Moorbrück. Das Wirtshaus vom Moorbrück wird von einer Meute Wolfsratten belagert, sodass der Wirt jedes Mal um sein Leben bangt, wenn er neue Vorräte holen muss. Jemand sollte sich darum kümmern und die Plagegeister in ihre Schranken verweisen. Das sind die hinterm Haus gewesen, die wir gesehen haben. Ich möchte nur in Ruhe auf mein Bier warten. Okay. Hier ist eine Kräuterfrau und ein Torfstecher. Es ist noch etwas Schmandeintopf da. Ja, wollt mit mir reden, was? Ja. Ja, darf ich ein paar Fragen stellen? Mal nachdenken. Nein, denke nicht. Fragt jemand anderen. Bin ich redselig. Danke für die lokale Runde, aber nun geht. Darf ich nächstes neuen Namen erfahren? Bourbon. Nun aber Ruhe, will mein Bier trinken. Ja, ihr wollt mit mir sprechen? Ja, sprich nicht mit dieser dahergelaufenen. Bourbon, was fällt dir ein? Manchmal bist du unerträglich. Bitte nehmt es dir nicht übel, es ist einfach seine Art, über alle Maße unhöflich zu sein. Er beleidigt andere Leute, ohne darüber nachzudenken. Danke, ihr hattet uns wirklich keine Lokalrunde ausgeben müssen. Ich selbst trinke zwar nichts, aber ich mag es, dass ihr euch nicht mehr als einer Hinsicht beispielhaft verhaltet. Kann ich euch helfen? Wer seid ihr, wenn ihr mir die Frage gestattet? Ich bin Nila Zorndiensten. Ich bin die einzige Kräutersammlerin im Moor. Ihr könnt bei mir gerne einige Kräuter erwerben. Ich bin Bueno, ihr Held auf der Drachenqueste. Oh, ein Drachenqueste-Held also. Es ist mir eine Ehre. Wie kann ich euch helfen? Wisst ihr was über den Magier Hakborium? Er soll sich in dieser Gegend aufhalten. Hakborium heißt er also. Ja, ich erinnere mich. Ihr habt ihn um ein paar Stunden verpasst. Ein seltsamer Kauz ohne Zweifel. Er schien so wunderlich wie mein verstorbener Ehemann in seinen lichteren Momenten. Er und seine beiden Gesellen verweilten nicht lange im Gasthaus und zogen weiter Richtung Moor. Daraus traf ich sie, aber ich konnte kaum ihre Gesichter erkennen. Der Moornebel war dicht wie ein Leichentuch. An ihr armes Maultier kann ich mich aber noch sehr gut erinnern. Voll beladen war es mit Kisten, Säcken und einem großen Kessel.
Es hat mich noch gewundert, wie es unter dieser Last überhaupt bis zu diesem Ort geschafft hat. Das arme Tier. Das ist euch nichts weiter aufgefallen? Nein, sie gingen einfach weiter ins Moor. Wobei, ja, da war noch jemand hinter der Brücke. Bei dem Nebel bin ich mir nicht sicher, wer es war. Doch ich meinte, die Gestalt hat die drei beobachtet. Doch dann war sie auch wieder weg. Bei einem Unton war sie zu schnell. Vielleicht auch nur eine Sinnestäuschung. Vielen Dank. Kann ich euch noch andere Fragen stellen?